Hallo und herzlich willkommen zum Marktupdate von Colliers. Ich freue mich besonders, dass ich heute meinen lieben Kollegen Stefan hier zu Gast habe. Stefan, viele im Markt, in der Branche kennen dich, aber ich glaube, keiner kann sich so gut vorstellen, wie wenn du dich selber vorstellst. Also, sei doch so lieb. Wer bist du und was machst du bei Colliers? Ja, vielen Dank, lieber Steffen. Mein Name ist Stefan Dahlbeck. Ich bin verantwortlich für das Business Development im Bereich Industrie und Logistik bei Colliers, stehe also diesem Team von 50 Profis vor im Bereich von Vertrieb und schaue, dass wir für die Kunden auch immer die richtigen Lösungen finden. Ja, Stichwort Kunden, Stefan, du sagst es schon, das ist dein Hauptarbeitsfeld und unsere Kunden sind ja aktuell mit verschiedensten Herausforderungen konfrontiert. Sei es das veränderte Finanzierungsumfeld, die steigenden Baukosten, Probleme bei Lieferketten, Lieferengpässen, alles, was Auswirkungen auf unsere Logistik- und Industriekunden hat. Was ist denn deiner Meinung nach aktuell das größte Problem, die größte Herausforderung für die Kunden? Also zunächst einmal müssen wir bei den Kunden tatsächlich auch die Entscheidung so treffen, wie du sie gerade formuliert hast, Industrie und Logistik. Das heißt, wir gucken uns erstmal die Industrieseite an und die Industrie steht momentan vor der riesigen Herausforderung, wie kann sie ihre Lieferfähigkeit aufrechterhalten bei den veränderten Situationen, sei es nun geopolitisch, wir kennen alle die Lage im Bereich China, auch die Problematiken der Containerverkehre, der Überseeverkehre, auch Suezkanal, letztes Jahr war ein Riesenthema, dort haben wir gestörte Lieferketten. Das ist für die heimische Industrie natürlich ein Riesenproblem, weil sie natürlich ihre Liefer- und Produktfähigkeit natürlich aufrechthalten muss. So, das ist die größte Herausforderung für die Industrie. Dies führt dazu, dass die Industrie darüber nachdenken muss, ob sie in irgendeiner Form ihre Beschaffungswege und ihre Lieferanten teilweise switchen muss. Das heißt, Stichworte sind ja hier immer Friendshoring und Nearshoring, wobei man unterscheiden muss, bei Friendshoring wäre das Thema, dass vermutlich statt aus der Lieferant aus China dann vielleicht aus Vietnam oder Malaysia kommt oder ähnlichen Regionen und es sich im Prinzip an der Lieferkette zunächst nichts ändert, weil es dann im Containerverkehr über die üblichen Gates in Rotterdam oder Hamburg nach Deutschland kommt. Reden wir aber über Nearshoring, würde das bedeuten, wir wechseln Lieferanten in Richtung Portugal, Spanien, Griechenland, Türkei, was auch immer. Dies führt natürlich zu anderen Wegen, Transportwegen. Damit ist zunächst einmal die Industrie konfrontiert. Lass mich da, Stefan, ganz kurz, lass mich da mal kurz einhaken, weil ich glaube, das interessiert den einen oder anderen unserer Kunden, gerade jetzt die Eigentümerprojektentwicklung. Siehst du denn schon diese Tendenzen? Findet dieses Nearshoring im Tagesgeschäft jetzt schon statt? Überlegen schon Unternehmen, ihre Lager, ihre Produktion näher nach Deutschland, nach Europa zu ziehen? Ja, also wir haben tatsächlich schon nachweislich den einen oder anderen Industriekunden, der sich darauf vorbereitet, Teile der Produktion zurückzuholen, wieder in den Einflussbereich von Deutschland oder Benelux, sehr stark nach Deutschland, was eben genau dann zur Folge hat, dass hier auch mehr Fläche nachgefragt wird, plus die noch nicht ganz so weit sind oder noch nicht wissen, wie es weitergeht, die zumindest aber schon ihre Pufferbestände, also Pufferläger, schon weiter ausbauen, um zumindest auf die Anforderungen am Markt vorbereitet zu sein. Ob final, und da sind wir sicherlich auch zu früh noch in diesem Stadium der Unruhe und des dynamischen Marktes, dass wir erkennen können, werden das jetzt alle machen, werden es 15% sein, 20%. Es gibt Zahlen, dass angeblich 15% der Industrie zurückgeholt wird. Diese Zahl kommt vom Fraunhofer-Institut, die eine Erhebung gemacht haben. Unglücklicherweise wissen wir nicht, welche 15%, aber auf jeden Fall wird es eine Erhöhung geben an Flächen und auf die bereiten wir uns im Moment sehr konkret vor. 15% geht ja da von einem relativ großen Flächenbedarf aus. Das ist ja dann auch, wenn es 10 oder 20 sind, eine enorm große Nachfrage, die da auf Deutschland oder Mitteleuropa zugerollt bekommt. Und auf der anderen Seite sehen wir Flächenknappheit, was wir ja auch in dem Marktupdate Köln, Hamburg, Leipzig gesehen haben. Heißt auf der einen Seite vielleicht positiver Aspekt für die deutsche Wirtschaft, es wird wieder was hergeholt. Auf der anderen Seite verstärkt es vielleicht auch ein Problem, die Flächenknappheit? Oder wie ist deine Meinung dazu? Ja, die Flächenknappheit wird dann noch dramatischer werden, ohnehin schon so, wie wir sie haben.
Und hier kommen natürlich jetzt auch nochmal die Logistiker ins Spiel, die ja in der Folge genau diese Logistiklösungen abbilden, wenn die Industrie in Anführungsstrichen so weit ist, dass sie sich selber gefunden hat, was sie denn tun. Friendshoring, Nearshoring, machen sie es selbst, lassen sie es woanders fertigen. Und die Logistiker reagieren entsprechend natürlich dann auf die Anforderungen der Industrie. Das heißt, es kann sowohl sein, dass aus dem Industriebereich selbst die Nachfrage generiert wird, als auch aus von Seiten der Logistiker, die ja sehr viel im Kontraktlogistikbereich für die Industrie tätig sind. Das wird sicherlich eine enorme Auswirkung haben auf das Nachfrageverhalten, was dann auf extreme Flächenknappheit zusätzlich trifft. Und wir werden sicherlich eine Verschärfung der ohnehin schon uns bekannten Situation am Markt für Flächen nochmal wahrnehmen in der nächsten Zeit. Gut, jetzt könnte man ableiten, dass man eigentlich als Logistiker noch weiter in Voraus planen muss, sich Fläche sichern muss, wobei die Planung sicherlich schwierig ist, wenn man nicht genau weiß, wann kommen die zusätzlichen Produktionskapazitäten nach Deutschland, aber vielleicht Lagerfläche im Voraus planen, Lagerfläche langfristig sichern, um dann bereit zu sein, wenn der Bedarf da ist? Ja, das ist für einen Logistiker natürlich sehr schwierig, weil die meisten Logistiker müssen aufgrund ihrer Margenthematik natürlich eher eine Back-to-Back-Lösung anstreben. Das heißt, erst wenn der Industriekunde da ist, können sie auch dann Flächen belegen und damit auch bezahlen. Tatsächlich ist der Ratschlag von unserer Seite natürlich, jetzt schon sich auf die Situation vorzubereiten. Das heißt, zumindest aber am Markt schon mal zu schauen, in welche Richtung gehen meine Kunden? Wo könnten die zukünftigen Point of Gravity sein und wo könnte die Kundschaft, also die Industriekundschaft der Logistiker, vielleicht zukünftig ihre Flächen benötigen, um sie dann entsprechend zu bedienen. Und da ist natürlich der Ratschlag unsererseits mit an die Logistiker, mit denen wir ja vielfach in Kontakt stehen als Kunden, sich jetzt schon mal darauf vorzubereiten, jetzt zu schauen und den Markt zu sondieren, auch in enger Abstimmung zu bleiben mit uns, um dann genau an der Stelle die richtigen Flächen zum richtigen Zeitpunkt auch bereitstellen oder anbieten zu können. Ja, Stichwort bezahlen, hast du ja gerade schon mal in den Raum geworfen. Auch die Lagerflächen müssen ja bezahlt werden. Und auch da erleben ja Logistiker, die jetzt vielleicht das erste Mal seit 5 Jahren oder 10 Jahren wieder nach Flächen suchen, eine Überraschung. Die Mietpreise haben sich extrem verändert. Wir hatten das Thema Köln, wo wir teilweise bei 7 Euro mehr sind pro Logistikfläche, selbst an Standorten wie Leipzig, wo wir bei 5 Euro plus sind. Wie ist dein Gefühl? Gibt es irgendwo im Markt einen Deckel oder Schmerzgrenzen bei den Logistikern, wo man sagt, jetzt geht's einfach nicht weiter, das kann nicht mehr bezahlt werden? Also die Schmerzgrenze ist für uns natürlich so ohne weiteres nicht ermittelbar, weil sie natürlich sehr stark von dem Logistikkonzept und die Verbindung zwischen dem Logistiker und seinem Industriekunden steht. Und wir haben dann natürlich auch noch sehr starke regionale Gefälle, sodass man sagen kann, eine generelle Schmerzgrenze kann man nicht formulieren. Es wird aber für jedes Logistikgeschäft mit einem dahinterstehenden Logistiker und einem Industrieunternehmen eine individuelle Schmerzgrenze geben. Diese wird sicherlich bis an die Grenze ausgereizt werden können aufgrund der aktuellen Marktsituation, wenn wir sehen, dass wir in Regionen, in denen die Kunden vielleicht gewohnt sind, irgendwo Mieten zwischen 4 und 4,50 Euro zu realisieren, müssen wir ganz klar sagen, diese Regionen werden sicherlich deutlich im 5er, wenn nicht sogar im 6er Bereich in der Zukunft stehen und auch die bevorstehenden Anpassungen an die Baukosten und die erforderlichen Mehraufwendungen im Bereich der Erfüllung der Regularien, die jetzt zukünftig kommen. Ab 2023 kommen ja schon die ersten, in der Folge dann noch weitere. Stichwort wäre dann hier ESG, aber auch die ganz konkreten Regulatoriken wie eben GEG 55 und GEG 40, die dann nochmal auf die Bauqualität intensiv Auswirkungen haben werden, was natürlich auch im Sinne der Umwelt positiv ist. Aber in der Zwangsläufigkeit wird es teurer werden, auch in der Erstellung der jeweiligen neuen Flächen. Und damit haben wir schon
den Weg geebnet für deutlich höhere Mietpreise in der nächsten, in der näheren Zukunft und in der Folge auch gewisse Mitnahmeeffekte durch bereits bestehende Flächen, die sich dann an das neue Mietniveau von Neuflächen durchaus orientieren können. Also es wird in Summe für die Logistiker, somit für die Industrie und am Ende auch für uns als Endverbraucher mit Sicherheit nicht günstiger, aber wo das obere Ende zu sehen ist, wissen wir noch nicht. Wir bieten den Kunden aber größtmöglichste Transparenz, die Möglichkeit abzuwägen, in welchem Bereich kann ich diese Preise noch akzeptieren, gibt es Alternativen dazu und sicherlich auch in der Kombination, wie verändert sich das eventuell im Sinne der Lieferwege. Point of Gravity hatten wir gerade kurz angesprochen. Auch dort wird es Veränderungen geben. Und welche Auswirkungen hat es eventuell auf neu zu entwickelnde Standorte? Und wie kann man dort den optimalen Mietpreis erwirken? Ja, Stefan, wir haben jetzt viel über Krise und Herausforderungen gesprochen, aber in jeder Krise steckt ja auch Potenzial, stecken ja auch Chancen drin. Wo siehst du denn mit Blick auf unsere Logistik- und Industriekunden Möglichkeiten, wo man vielleicht ja aus der aktuellen Situation noch etwas einigermaßen Positives ziehen kann? Naja, also grundsätzlich haben wir ja eine positive Einstellung und jede Krise birgt, wie du schon richtig sagst, auch seine Chancen. Und eine der Chancen kann zum Beispiel sein, dass etablierte Unternehmen, sei es jetzt Mittelstand oder auch größere Unternehmen, auf Immobilien oder in Immobilien operieren, die ihnen gehören, die aber auch schon ein gewisses Alter haben, aber eben auch aufgrund ihrer Lage und ihrer Größe eben auch einen sehr guten Wert darstellen. Und eine der Möglichkeiten und sicherlich aktuell sehr sinnvollen, auch angesichts der Finanzierungsthematiken, die uns alle umgeben und die steigenden Inflationsraten etc., ist es durchaus eine Option, mal zu prüfen, wie ist es denn eigentlich mit meinem Bestand, ja, den ich habe, welchen Wert hat er denn, dass man sich das mal einfach bewerten lässt und wie groß ist eigentlich die Chance, genau diesen Immobilienteil durch eine komplett moderne, neue, optimierte Produktionsanlage oder auch Logistikanlage ersetzen zu lassen, die man dann entweder kauft oder mietet und dafür eine Bestandsimmobilie oder bestehende Grundstücke im Gegenzug veräußert. Das ist momentan hochattraktiv, können wir nur jedem Kunden aktuell empfehlen, das zumindest zu prüfen. Ja, wir helfen natürlich sehr gerne, weil wir das mit unseren Teams und unseren Kapazitäten natürlich können. Das heißt, sowohl die Bewertung der bestehenden Liegenschaften als eben auch die Suche nach einem neuen Grundstück, Planung auf diesem Grundstück, Optimierung der Prozessabläufe und eben die Gegenüberstellung der neuen Kosten und des neuen Standorts zu dem bestehenden Standort. Genau, also ganz konkret Sale and Lease Back, was ja im angloamerikanischen Raum viel verbreiteter ist als bei uns. Ja, da ist ja die Eigentumsquote bei Industrie- und Logistikunternehmen deutlich geringer als bei uns. Und bin ich beide. Das Freisetzen von Kapital, was in der Immobilie gebunden ist und das Reinvestment in Maschinen oder in einen komplett neuen Standort, den man dann vielleicht auch auf einer Mietbasis sich langfristig sichert und dadurch noch verhältnismäßig attraktive Mieten sich auch sichert. Ja, sicherlich für viele Mittelständler auch ein interessanter Ansatz. Ja. Genau, und dort sehen wir eben auch sehr stark den ganzen Finanzierungsansatz, den wir in der Komplexität erkennen, sprich, was bringt die bestehende Liegenschaft, welche Vor- und Nachteile bringt eine neue Fläche und ist das momentan der Zeitpunkt für den Kunden, genau dieses zu verfolgen oder lohnt es sich aktuell eben nicht? Genau dafür stehen wir gerne zur Verfügung. Gut, sehr spannender Ansatz. Dann denke ich, war dein Appell eindeutig an die Kunden. Sollen zum Telefonhörer greifen oder die Tastatur bemühen und sich bei dir melden und
ja, in der Regel unverbindlich einfach mal einen Termin ausmachen, damit man die individuelle Situation des Unternehmens analysiert und dann gemeinsam die beste Strategie ableitet. Stefan, vielen Dank für deine Einblicke. Du hast gezeigt, dass du extrem nah am Markt bist, sei es bei den Logistikern, sei es beim Projektentwicklern oder den Bauunternehmen. Von daher glaube ich, dass unsere Kunden auf jeden Fall von deinem Wissen partizipieren können. Vielen Dank für deine Zeit, Stefan.